Hallo, guten Tag und Dobadan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Es ist soweit. Wir haben das neue Update am Start. Es ist Holiday Season in Vigor. Update 10.1 bringt uns die kalte, eisige Jahreszeit nach Hause. Und ja, das Christmas-Weihnachtsfeeling ist am Start. Außerdem genieße eine verschneite Überraschung in der Elimination. Man kann sich jetzt mit Schneebällen abwerfen. Außerdem richtig Hammer. Ein Feuerwerk ist jetzt zündbar, um das neue Jahr einzuleiten. Das bedeutet, wir kriegen ein neues Gadget, mit dem wir Raketen, richtige Feuerwerkraketen, Silvesterraketen in den Himmel schießen können. Das wird sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt regelmäßig nur noch bunte Raketen im Himmel explodieren sehen. Und ich finde es richtig gut, da man ja in der echten Welt derzeit sowas nicht machen kann. Und das ist aber auch ein anderes Thema. Ich der Meinung bin, in Zukunft bräuchten wir das auch nicht mehr machen, allein schon wegen den Tieren und der Umwelt. Finde ich es umso besser, dass wir es digital machen können, denn da leidet weder die Tierwelt noch die Umwelt darunter, wenn wir Raketen in den Himmel schießen. Ansonsten gibt es für alle, die jetzt sagen, aber wir brauchen Raketen an Silvester, das ist doch immer so schön gewesen. Ja, finde ich auch schön, aber gibt es natürlich auch umweltfreundlichere Alternativen in diesen Zeiten, zum Beispiel mit bunten Drohnen, die das auch sehr, sehr geil machen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Lasst uns bei Vigor bleiben. Es gibt Verbesserungen am Herausforderungssystem, was das Daily Challenge System ist, was jetzt tatsächlich überarbeitet wurde und wir einen eigenen Reiter bekommen. So viel weiß ich schon. Wir gucken uns das gleich an. Und allgemeine Verbesserungen, da gibt es einen Haufen Bugfixes wie immer. Ich freue mich drauf. Da ist einiges, was sie repariert haben. Und ja, mal gucken, was für neue Bugs dabei sind, denn in jedem Update gibt es einen neuen Major-Bug. Das ist ja so. Wäre jetzt wirklich krass, wenn es keinen neuen gäbe. Das wäre heftig. Bisher haben wir es immer erlebt, dass es mindestens einen großen oder viele kleine Bugs gab. Es ist verschneit und es ist eisig kalt, deswegen brauchen wir auf jeden Fall neue Klamotten, sonst friere ich mir einen ab. Und ich sehe schon, im Shop gibt es was Neues. Bevor wir uns jetzt das Haus angucken, eine Roomtour machen und so weiter und so fort, checken wir den Shop ab. Oh, was haben wir da? Wir haben einmal den Island-Pullover mit dem Rentier drauf. Ist das ein komplettes Outfit? Die Hose ist doch auch da, die gehört auch dazu. Und eine Weihnachtsmannmütze. Okay, komm. Die Weihnachtsmannmütze kaufen wir uns nicht. Das finde ich zu albern. Und außerdem hat man dann immer einen roten Punkt. Also das ist für Gegner besonders gut. Aber der Pullover. Ich habe mal so gerade 457 Kronen. Aber ich habe mal gerade genug, um mir den zu kaufen. Gibt es noch andere Versionen davon? Ah, es gibt den in Wintergrün. Ja, mit dem Rentier in Rot, in Blau, in Minzgrün und in Winterblau. Oh, Moment mal. Welcher gefällt mir am besten? Ich glaube der. Wintergrün. Oh ja. Der ist wirklich sehr cool und der ist ja gerade im Shop auch reduziert. Und ich habe nicht so viel Kronen für den hier. Okay, auch wenn ich den grünen Pullover gerne hätte, vielleicht kommt der ja auch nochmal als Sale in den Shop. Und ich kann auch nicht anders als diesen Pullover jetzt kaufen, weil A, ich habe nicht mehr Kronen, um mir einen anderen zu kaufen. Und B, der Pullover kostet 420 Kronen. Und was soll ich da sagen? Ich kann bei 420 nicht Nein sagen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Let's go! Mein neues Outfit! Island Pullover Rentier Burgunder Rot und den ziehen wir natürlich direkt an. Oh, hier links. Die neue Herausforderungstafel. Oh, sehr cool. Ja, sie haben das jetzt endlich in einen eigenen Reiter gepackt. Es war auch immer sehr umständlich, immer danach zu schauen über diese vielen Tastenklicks, die man vorher machen musste. Jetzt sehen wir hier tatsächlich, es ist im Prinzip das gleiche geblieben wie vorher, nur hat einen eigenen Reiter bekommen und es wurde besser hier in die UI integriert. Finde ich sehr gut. Ja, sehr cool. Also, wir ziehen uns jetzt gleich nochmal was anderes an, denn ich brauche auch noch eine richtige Wintermütze. Ich sehe noch nicht ganz
ganz winterlich aus. Auch wenn ich die rote Weihnachtsmütze, Weihnachtsmannmütze mir nicht aufsetze, habe ich doch vielleicht noch ein paar andere Sachen da im Schrank. Aber lass uns erstmal kurz das Haus von draußen anschauen. Hier sind überall diese Lichterketten mit den Herzchen ums Haus. Ich glaube, das war's dann aber auch schon. Ja, okay, die Shooting Range sieht jetzt durch die leuchtende Lichterkette hier oben auch ein bisschen weihnachtlich aus. Was richtig cool ist, ist jetzt, haben sie neu gemacht auch, wenn man jetzt hier die Waffe zückt, ist sie direkt voll geladen. Man muss sie nicht mehr extra selber laden. Was wirklich sonst auch immer ein bisschen nervig war, aber ja, das war eine kleine Sache, die einfach chilliger jetzt ist. Hier in der Shooting Range. Ansonsten guckt euch das an. Die kalte Landschaft, das eisige Norwegen. Der Fluss ist der See ist sogar vereist. Guckt euch das an. Das finde ich richtig cool, dass sie den zufrieren lassen haben. Hier unten leider an der Fischstation hat sich immer noch nichts geändert. Sie ist immer noch genauso unbenutzbar wie vorher. Man kommt auch hier nicht rüber. Es wäre natürlich der Hammer, wenn man einfach hier dieses Gebiet erkunden könnte. Oder zumindest hier im Sommer mal ein paar Fische fangen könnte oder so. Im Minispiel. Das wäre richtig geil, wenn das in Zukunft kommt. Ich meine, hier steht sogar schon Fiske. Hier steht sogar schon ein Schild, dass man hier fischen kann. Und da liegen überall Netze, aber egal. Dann lasst uns mal reingehen in das Haus. Denn hier werden wir jetzt den Weihnachtsbaum uns angucken, der hier nämlich steht. Tada, fröhliche Weihnacht überall. Es ist nicht nur der Weihnachtsbaum, sehe ich gerade, sondern auch hier ein kleines Lebkuchenhaus. Und hier steht das Tomatenfeuerzeug sogar. Kleine Details, sehr schön gemacht. Ansonsten ja, der Baum schön geschmückt mit ein paar Kerzen und ein paar Christbaumkugeln und ein paar Norwegenglocken. Es sieht ganz, ganz nett aus, ganz schön weihnachtlich ist es auf jeden Fall. Hier hängen auch noch einmal ein Weihnachtsstiefel für Monte. Ich weiß nicht, was Marcel hier zu suchen hat. Hier steht auch auf diesem Heft, hier steht übrigens auch Monte. Oh, guck mal, auf den Zeitschriften liegen übrigens jetzt auch Plätzchen. Weihnachtsplätzchen, oh Mann. Ah, guck mal, hier steht auch noch ein Adventskranz. Alle vier Kerzen unter der Holztreppe angemacht wurden. Das ist brandschutztechnisch eine ganz, ganz schlechte Idee, aber offenbar scheint es zu funktionieren, obwohl ich hätte Angst, dass mir die Treppe da irgendwann anfackelt. Nicht, dass mir der Shelter abbrennt. Okay, sonst hier ist alles beim Alten, oder? Ja, hier ist nichts, hier ist nichts Weihnachtliches. Okay, ich ziehe mir noch was anderes an. Bevor wir ein paar Kisten aufmachen, brauchen wir auf jeden Fall nochmal... Wir wollen uns noch eine Weihnachtsmütze aufsetzen. Da haben wir auch welche, soweit ich das weiß und in Erinnerung habe vom letzten Jahr. Eine Strickmütze Hirsch, die sieht doch wirklich sehr geil aus und passt doch super zu dem Pullover, oder? Hammer! Aber was haben wir noch? Wir haben auch noch solche Bommelmützen. Hier. Diese hier haben wir nämlich auch noch. Aber ich glaube, die Hirschmütze ist am besten. Die wird auch super zu dem grünen Pullover später passen. Hammer. Dann nehmen wir die Strickmütze. Sieht doch sehr gut aus. Jetzt können wir noch gucken. Aha. Kletterertasche. Zuckerstange. Es gibt hier noch so einen Weihnachtsrucksack. Aber den kann ich mir leider nicht leisten. Und es gibt noch diesen Bergsteiger-Rucksack. Merry Christmas. Sieht sehr wild aus. Kostet auch 400 Kronen. Auch sehr teuer. Auch das Geld habe ich nicht. Deswegen bleibt es jetzt erstmal bei meinem Weihnachtsoutfit. So sieht es aus. Und ich hoffe, es gefällt euch. Fürs Erste ganz okay. Mal gucken. Es werden schon noch ein paar Kronen wieder dazukommen. Und der ein oder andere Sale im Shop, werde ich mir dann sicherlich nicht entgehen lassen. Aber das erstmal zum Start in die Holiday Season, denke ich, ist ein vernünftiges Outfit. Ich freue mich drauf. Jetzt holen wir uns noch ein paar Kisten ab. Kleines Pack-Opening. Wir starten mit der besonderen Kiste, der goldenen. Und
Hier liegt einiges drin, was wir auf jeden Fall gebrauchen können. Dann gibt es noch eine von zwei Militärkisten. Hier gibt es fünfmal die neue Waffe, das Sturmgewehr. Sehr gut. Und wir haben einen neuen Pool geöffnet. In diesem neuen Pool liegen 200 Chemikalien, die ich unbedingt gerne hätte. Außerdem ein Stoffbeutel in Blau. Skins hätte ich eh immer gerne. Kleidungsstücke sind herzlich willkommen. Aber auch die Chemikalien sind herzlich willkommen. Die habe ich bekommen. Sehr gut. Hier haben wir drei seltene Kisten. Den ganzen Pool können wir damit leer räumen. Hier gibt es auch ein sattes Weiß fürs Gewehr 3SG1, was gerade zur Winterzeit natürlich extrem schick ist. Also her damit. Wir holen uns den Rest auch noch. Hier kommen noch drei grüne Kisten. Das ist Nummer 1. Das ist Nummer 2. Und das ist Nummer 3. Und noch zwei normale, gewöhnliche Kisten. Die machen wir auch noch schnell auf. Das ist Nummer 1. Und das Nummer 2. Okay, das war fix noch ein kleines Pack-Opening. Und jetzt heißt es, raus in die Eiszeit, raus ins weihnachtliche Fest, raus in die Winterwelt. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war mein erster kleiner Blick aufs neue Update, auf die Holiday Season, auf das, was uns bevorsteht jetzt in den nächsten Wochen hier in Vigor. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch besonders gut gefällt oder vielleicht auch, was euch an der Season, an dem neuen Update, an 10.1 nicht so gut gefällt. Kann ja auch sein, dass ihr da auch wieder etwas habt, wo ihr sagt, ne, das finde ich gar nicht so toll. Schnee ist ja auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Der ist natürlich dann auch nächstes Jahr nach Weihnachten dann wieder weg. Aber für diese Zeit, finde ich, passt das super und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht es gut, euer Inyugo. Ciao!